Welche Aufgabe erfüllt Wasser in deinem Körper und wie kannst du ganz simpel bioverfügbares Wasser bei dir zu Hause herstellen? Genau das zeige ich dir jetzt. Ich finde es total faszinierend. Der menschliche Körper besteht zu 60-70% aus Wasser. Man könnte also sagen, von den Füßen bis zu den Schultern ist unser Körper mal mit Wasser gefüllt. Und ab den Schultern aufwärts sind dann Knochen, Blut, Gewebe, Gefäße und so weiter. Du merkst schon, das ist wirklich ziemlich wenig. Wenn wir aus 60% Wasser bestehen, warum ist dann die meiste Nahrung, die wir zu uns nehmen, nicht flüssig oder kein Wasser, sondern eine feste Masse? Laut Studien essen Menschen 5 Kilogramm feste Nahrung und trinken oft nicht mal einen Liter Wasser pro Tag. Das hat mich schon ziemlich zum Nachdenken gebracht. Es ist auch weitgehend bekannt, dass der Mensch 2 bis 3 Monate ganz ohne Nahrung überleben könnte, aber ohne Flüssigkeit sind es nur ein paar wenige Tage. Das Wasser ist also unglaublich wichtig für uns Menschen. Jetzt war dann meine Frage, ist Wasser gleich Wasser? Oder gibt es da Unterschiede? Und ja, es gibt gigantische Unterschiede. In diesem Video werde ich dir anhand von Wassertestungen die Unterschiede zeigen und auch die Kriterien erzählen, wie Wasser bioverfügbar wird und wie man das selber machen kann. Kommen wir zu dem Punkt Wassereigenschaften. Das Wasser muss 5 Qualitätsparameter erfüllen, damit es für unsere Zellen aufnahmefähig ist. Punkt 1. Das Wasser muss basisch bzw. alkalisch sein. Was bedeutet das genau? Wir haben eine pH-Wertskala von 0 bis 14. 0 ist sehr sauer, 14 ist sehr basisch. Der Wert 7 ist neutral. Es ist nun so, dass unser Blut einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 hat. Würde der pH-Wert unseres Blutes auf 7,1 sinken, wäre das für uns lebensgefährlich und wir würden mit dem Notarzt ins Krankenhaus transportiert werden müssen. Und wir würden dabei um unser Leben kämpfen. Du merkst also, wie dramatisch diese Auswirkung vom pH-Wert in unserem Blut sein kann. Wenn du jetzt Wasser trinkst oder andere Flüssigkeiten, die einen pH-Wert unter 7,5 haben, dann bedeutet das schwere Arbeit und viel Energieverbrauch für unseren Körper. Denn der muss diesen Wert umwandeln, damit auf keinen Fall dein Blut einen pH-Wert von 7,1 bekommt. Denn sonst, wie schon erwähnt, könnte es sehr gefährlich werden. Der zweite Punkt ist, das Wasser muss sauber sein. Zur Sauberkeit können vor allem richtig gute Osmosefilteranlagen gut weiterhelfen. Vorsicht hier, nicht jede Filteranlage ist gleich eine gute. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Ich empfehle dir gerne eine der für mich besten Osmosefilteranlagen. Punkt 3 ist, das Wasser muss mineralisiert sein. Das ist sehr vielen bekannt und absolut wichtig, denn der Mensch braucht viele Mineralien und das täglich. Der vierte Punkt ist, das Wasser muss weich sein. Hier muss ich kurz etwas ausholen. Die Aufgaben vom Wasser in unserem Körper sind ja einerseits die Reinigung der Zellen und andererseits dient das Wasser auch als Transporter, um Nährstoffe in die Zelle transportieren zu können. Hartes Wasser kann aber nicht in die Zelle eindringen. Es bleibt an der Zelle außen kleben und der Körper muss durch schwere Arbeit dieses harte Wasser in weiches Wasser umwandeln, was wiederum viel Kraft und Energie kostet. Punkt 5. Das Wasser muss negativ geladen sein. Das ist extrem wichtig und diesen Wert kennen sehr wenige Menschen. Die Ladung des Wassers misst man in Millivolt mit einem sogenannten ORP-Meter. Den zeige ich euch gleich bei der Wassermessung. Die WHO hat den Wert plus 60 Millivolt als gesundheitsschädlich für den menschlichen Körper definiert. Das wurde auch von vielen Biochemikern genauso bestätigt. Genau aus dem Grund möchte ich demonstrieren, wie man Wasser oder andere Flüssigkeiten selber messen
und dann zu Hause einfach aufpimpen kann. Fun Fact: Diverse zuckerhaltige Sprudelgetränke, ich möchte hier keinen Markennamen nennen, liegen bei einem Wert von plus 400 Millivolt. Besonders Getränke, für die viel Werbung gemacht werden, sind hiervon stark betroffen, aber das ist irgendwie eh logisch. Ich werde dir jetzt gleich zeigen, wie man Wasser zu Hause selber testen kann und dann zu einem optimalen bioverfügbaren Wasser umwandeln kann. Vorher schauen wir uns noch kurz an, was hat die Natur bezüglich Wasser für uns eigentlich vorgesehen. Du bist bestimmt schon mal wandern gewesen und an einer Bergquelle vorbeigekommen. Wie sieht so eine Bergquelle aus? Ja, das Offensichtlichste ist mal, das Wasser fließt und ist ständig in Bewegung. Es gibt ganz einfach kein stillstehendes Wasser. Das Quellwasser ist glasklar und super sauber, obwohl es über Steine, durch Erde oder Äste fließt. Was machen diese Steine? Sie mineralisieren das Wasser. Wer von einer Bergquelle Wasser gekostet hat, weiß, es schmeckt super erfrischend, total belebend und herrlich wohltuend. Du bekommst Energie und fühlst dich gleich voller Power und Tatendrang, obwohl du vielleicht schon gerade 8 Stunden gewandert bist. Jetzt möchte ich auch noch eine super wichtige Frage erläutern. Und zwar, welche Aufgabe erfüllt das Wasser in unserem Körper? Also wenn der menschliche Körper zu 60-70% aus Wasser besteht, der Großteil unserer Organe fast hauptsächlich aus Wasser besteht, dann sollten wir auch viel Wasser zu uns nehmen. Und mit Großteil meine ich auch Großteil. Hast du gewusst, dass 85% deines Gehirns aus Wasser besteht? Oder 83% deiner Muskeln aus Wasser bestehen? Und ja, 75% deines Blutes bestehen eben auch aus Wasser. Also wir Menschen sind ganz einfach Wasserwesen. Das Wasser hat eine Doppelfunktion in unserem Körper. Die Aufgabe vom Wasser selbst ist es zum einen, dass es Nährstoffe bis in deine Zelle transportieren kann. Das Wasser ist also ein sogenannter Transporter bzw. ein Postbote. Du bestellst zum Beispiel online ein Produkt und das Wasser liefert wie ein Postbote deine Nährstoffe, also dein Produkt, bis zu dir nach Hause bzw. bis in deine Zelle. Dann hat das Wasser auch noch die Aufgabe, die Zellen zu reinigen. Das bedeutet, zuerst liefert dir der Postbote die Nährstoffe und dann reinigt er die Zelle, also er putzt deine Wohnung und nimmt den ganzen Müll mit und entsorgt ihn für dich. Also da würde ich sagen, das ist ein richtig genialer Postbote. Ja, das Wasser reinigt deine Zelle und leitet den gesamten Müll, Giftstoffe und so weiter wieder automatisch aus. Das ist ein sehr wichtiger Vorgang in unserem Körper, der aber nur stattfinden kann, wenn das Wasser bioverfügbar ist und nur so können sich eben deine Zellen auch gesund erneuern. Wir Menschen bestehen aus 100 Billionen von Zellen. Alle 7 bis 12 Jahre erneuern sich all unsere Zellen komplett. Werden sie mit Nährstoffen versorgt und gut gereinigt, erneuern sie sich gesund. Passiert das nicht, erneuern sie sich trotzdem, aber krank. Und so entstehen dann Falten, graue Haare oder diverse Krankheiten. Nun möchte ich dir zeigen, wie du selbst Wassertestungen bei dir zu Hause durchführen kannst. Ich habe hier 4 Wassergläser soeben befüllt und werde zuerst den pH-Wert messen. Damit stellen wir fest, wie weich und basisch das Wasser ist. Glas 1 ist Mineralwasser und hat einen pH-Wert von 5,8. Dieses Mineralwasser ist mit Kohlensäure versetzt und im Wort Kohlensäure steckt schon ein Hinweis. Es ist natürlich sehr säurehaltig, die Kohlensäure nämlich. Glas Nummer 2 ist herkömmliches Leitungswasser. Ich lebe in Österreich in der Nähe einer Quelle und das Leitungswasser hier hat einen pH-Wert von 7,1. Grundsätzlich heißt es ja,
dass wir in Österreich, Deutschland und der Schweiz sehr gutes Trinkwasser zur Verfügung haben. Dennoch liegt der Wert hier unter den mindestens 7,5. Und welchen Unterschied auch nur 0,1 pH-Wertstufen machen können, habe ich ja vorher schon erwähnt. Glas Nummer 3 ist Wasser aus einer guten Osmosefilteranlage. Hier haben wir einen pH-Wert von 8,4. Wie man sehen kann, liegen wir hier also weit über den 7,5. Das heißt, dieses Wasser ist sehr leicht für unsere Zellen aufnehmbar und es kostet uns keine Energie, sondern es schenkt uns Power. Das vierte Glas ist gefüllt mit destilliertem Wasser. Hier haben wir einen pH-Wert von 7,1. Destilliertes Wasser ist chemisch frei, man bezeichnet es auch als leeres Wasser. Es ist also nicht ganz optimal, es ist leer. Jedes Wasser, welches unter einem pH-Wert von 7,3 liegt, bedeutet für unseren Körper schwere Arbeit. Jetzt möchte ich dir zeigen, wie viel Millivolt dieses Wasser hat. Kurz zur Erinnerung, die WHO hat den Wert plus 60 Millivolt und alles, was darüber hinausgeht, als gesundheitsschädlich festgelegt. Ja, und leider liegt das Mineralwasser nun bei einem Wert von plus 280 Millivolt. Beim Leitungswasser haben wir plus 270 Millivolt. Beim gefilterten Wasser haben wir minus 150 Millivolt. Das ist also schon wirklich gut und das destillierte Wasser liegt wiederum bei plus 200 Millivolt. Hier kannst du nun gut erkennen, dass nur ein Wasser, nämlich das mit dem Osmosefilter, negativ geladen ist. Die anderen liegen alle im positiven Bereich und teilweise weit über dem plus 60 Millivolt Wert, der eben schon gesundheitsschädlich ist. Unser Blut hat übrigens eine negative Ladung von minus 57 Millivolt. Ich zeige dir nun, was passiert, wenn ich einen Trockenwasserstoff, den H-500, es ist ein sehr starker bioverfügbarer Antioxidant, in das Wasser kippe. Du kannst hier richtig zusehen, wie sich die positive Ladung in eine negative Ladung verändert und genau das wollen wir. Jetzt zeige ich dir auch, wie man das Wasser weich und sehr stark basisch machen kann, indem wir das Wasser mineralisieren. Das Coramine kann auch Medikamentenreste und Schwermetalle eliminieren. Durch diese Methode erfüllt dein Wasser jetzt alle 5 Qualitätsparameter, die notwendig sind, damit der Körper das Wasser richtig verwenden kann. Das Wasser ist also weich, alkalisch, mineralisiert, sauber und negativ geladen. Sollte auch nur einer dieser Eigenschaften nicht vorhanden sein, also beispielsweise nur 4 von 5 zutreffen, dann kann dieses Wasser im Körper seine Aufgabe einfach nicht erfüllen. Der H-500 hat nun dafür gesorgt, dass das Wasser sehr stark negativ geladen ist, versorgt uns dadurch mit Energie und liegt bei minus 550 Millivolt. Zum Vergleich, ohne den Trockenwasserstoff waren wir bei minus 150 Millivolt. Die geschredderte Sangomeriskoralle aus dem Coramine sorgt nun dafür, dass das Wasser mineralisiert ist und wir haben hier einen pH-Wert von 9,4. Es wurde also deutlich verbessert. Zuvor war der pH-Wert bei 8,4. Beim destillierten Wasser konnten wir mit den Zusätzen eine negative Ladung von minus 520 Millivolt erreichen und sogar einen pH-Wert von 10,4. Wer sich natürlich ernähren will, muss auch natürliches Wasser trinken. Den Link zu den beiden Wassertestgeräten und dem Coramine plus H-500 findest du in der Videobeschreibung oder du schreibst mir eine kurze E-Mail, dann schicke ich dir diese plus mehr Infos auch gerne zu. Infos zu der Osmosefilteranlage leite ich euch gerne auch per E-Mail weiter. Ich freue mich, wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte.
denk daran, Gesundheit ist kein Glücksspiel, Gesundheit ist ein Lebensstil. Sei so lieb und abonniere meinen Kanal, das ist für dich ein einfacher Klick und für mich eine tolle Unterstützung. Viel Spaß beim Wassertesten und ich freue mich, wenn du im nächsten Video wieder mit dabei bist. Tschüss und bis bald!